Willkommen zu einer XXL-Ausgabe hier in Aserbaidschan. Heute steht der Sprint an, aber auch ein Rennen, wo man am Ende sagen wird, wow, was für ein geiles Rennen, was für ein geiles Video. Es ist natürlich Aserbaidschan, da ist auch Sprint angesagt. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und hier haben wir Baku. 6.003 Meter und 20 Kurven. Zwei DRS-Zonen und ja, wahrscheinlich die längste durchgehende Vollgaspassage in der im Rennkalender. Also eine geile Strecke. Ich liebe sie von Haus auf. Und somit starten wir direkt rein ins Qualifying, das den Grundstein legen wird für den Sprint. Let's go. Jetzt haben wir hier mal das Qualifying. Wir kommen aus der letzten richtigen Kurve hier raus. Und ab hier wird dann Vollspeed. Na, nicht ganz. Hier lupft man, glaube ich. Ich lupfe hier immer gern ein bisschen. Aber ich glaube, gekonnte Fahrer und auch gutes Setup kann hier Vollgas fahren. Ab hier dann fahre ich auch Vollgas und das sind dann ca. 1,7, 8, 9, je nachdem, wie früh man sich auf Vollgas durchgehen darf, Kilometer, die man hier richtig voll durchspeeden kann. Und ja, wir sehen, die Zeiten sind, oder meine erste Zeit war jetzt nicht so schön, deswegen probiere ich hier meine zweite. Der Exit war toll und da gewinnen wir direkt mal einen Halbzehntel. Diese Kurve ist eine Schlüsselkurve, denn da kommt eine lange Gerade und ich gehe hier etwas weiter. Da verliere ich auch ein paar Tausendstel, aber jetzt mit dem Schwung, den ich mitnehmen konnte, haben wir sogar ein bisschen was gewonnen. 280, fast 3 Zehntel. Hier eine meiner absoluten Lieblingskurven. Und auch hier viel zu spät auf der Bremse. Da habe ich locker eine Zehntel liegen lassen. Das war wirklich nicht gerade sauber. Die Exit war dafür bombastisch. Und fast 4 Zehntel im Delta. Jetzt kommt die Schreckenskurve. Ich weiß einfach nicht, wie man die fahren soll. Also ja, ich bin es ja eigentlich eh okay gefahren. Wir haben 6 Zehntel im Delta und ich frage mich gerade echt, was ich in der ersten Runde gemacht habe. Also, die war ja richtig grottig, auch hier beim Rausbeschleunigen. Das ist eine Engstelle hier. Und ja, dann geht es in die Zack, Zack. Da kommt es mit dem Reifen vorne rechts zur Berührung, weswegen wir auch hier jetzt nicht den optimalen Exit hatten. 7,5 Zehntel haben wir trotzdem im Delta. Und Felipe Massa, auf die Zeit werden wir jetzt gerechnet. Und da sind wir aktuell 7 Zehntel schneller als... Nein, das ist meine Zeit, aber... Ja, also da kann man auch davon ausgehen, dass ich eine halbe Sekunde schneller bin als Felipe Massa. Jetzt geht's hier durch. Die letzte richtige Kurve, der Exit ist wichtig. Den haben wir auch gemeistert. Purple im Mittelsektor. Und jetzt geht's rein in die zwei letzten Kurven. Zack, zack. Auch die ganz ausgefahren. Richtig viel Schwung mehr mitgenommen. Aber kaum mehr Zeitgewinn. Ja, und hier, das ist halt, glaube ich, nicht die Stärke von unserem Auto. Die Beschleunigung ist strong. Aber wir stehen dann halt bei 351 an. Gucken wir mal, für was es gereicht hat. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und vom Platz daneben startet George Russell. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Bottas, Hamilton, Verstappen, der Wissenschaftler, Stroll, Perez, Gasly, Ocon, Massa, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Liam Lawson, Sargent, Doohan, Albon, Tsunoda, Magnussen, Joe und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und es ist dann doch hier P7 geworden. Ja, habe ich mir ein bisschen besser erwartet. Aber let's go, Sprint, wir können uns hier verbessern. Und wir kommen mal viel besser weg als Max Verstappen. Aber dann ist schon ein bisschen Schluss. Da probieren wir es innen. Hoffentlich, ja, da kommt es zu leicht berührt mit Valtteri Bottas. Aber da lasse ich ihn auch natürlich genug Platz zum Atmen. Das, ja, ist natürlich unvorteilhaft in so einer Kurve. Und auch Hamilton und Leclerc sind sich hier nicht ganz einig. Ja, sind sich nicht ganz einig. Aber da konnten wir leider keinen Profit draus schlagen. Ich musste hier richtig in die Batschen steigen. Und ja, das war natürlich gar nicht das, was ich mir erwartet habe. Charles Leclerc hier innen, ja, ich gehe hier ganz, ganz weit, weil ich ihn nicht abdrängen will. Lass ihn da auch genug Platz zum Atmen, aber jetzt die Kurve gehört mir. Und da sind wir jetzt auf dem vierten Platz. Das ist schon mal top und das wären auch schon mal 8, 7, 6, 5 Punkte. Und die würden wir auch dringend brauchen in der Weltmeisterschaft. Und ich denke mal, auch nach vorne hin wird es ziemlich schwierig werden. Die Mercedes schon sehr stabil aus. Jetzt gucken wir jetzt mal die Start-Replay vom Sprint an. Und da sehen wir auf jeden Fall George Russell und ich glaube Carlos Sainz ist das. Starten aus der ersten Startreihe und ja, da ist auf jeden Fall zu sehen, ja, da kommt es zur Berührung. Bottas wusste nicht, dass ich hier von innen komme und ja, hat da ganz normal seine Kurvenlinie gefahren. Kann man eigentlich keinem, glaube ich, die Schuld geben. Ich kann mich auch nicht in Luft auflösen, auch wenn das manche glauben.
Und ja, so kommt es dann hier zum ersten Überholmanöver gegen Charles Leclerc, der sich auch hier tapfer gewehrt hat. Also ich setze mich hier außen ran, ich rühre hier fast die Mauer, weil Leclerc hier gar nicht nachgeben will. Aber jetzt hier, da merkt Leclerc auch wahrscheinlich schon, dass wir hier von hinten kommen. Und das war dann, ja, sein Ende, würde ich mal sagen. So, da, jetzt sind wir hier in der zweiten Runde und ja, ich probiere zwar mit Fett Pushing, oh mein Gott, Alter. Probiert es wirklich mit Pushen bis zur letzten Rille hier vorne dran zu bleiben. Aber diese Mercedes und auch der Sainz, die sind so schnell, auch Leclerc von hinten. Das ist wirklich ein Wahnsinn. ERS finde ich dafür echt entspannt. Also gerade hier in Season 4 ist das ERS-Management in Baku sehr einfach. Man kann viel aufsparen und ich spare mir auch das meiste hier für die lange Geraden auf. Also generell für beide Geraden. Und ja, da kommt zwar Leclerc, ich verteidige hier einmal und ja, da kann er jetzt auch nicht ordentlich andrücken, weil halt einfach noch nichts da ist. 1,1 Sekunden, wir konnten uns hier an Lewis Hamilton in der letzten Runde dranarbeiten, denn der hat auch ein bisschen abreißen lassen zu Carlos Sainz und wir konnten noch ein bisschen Vorsprung, Halleluja, da kommt es zur Berührung mit der Mauer, aber wir konnten noch ein bisschen Vorsprung zu Leclerc rausholen, ja, den werde ich jetzt natürlich einbüßen müssen, denn ich habe natürlich hinten in der Kurve, ja, ein bisschen was. Salala, aber jetzt geht's. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,0 Sekunden. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, wir sind jetzt hier in der vierten Runde und es ist auf jeden Fall zu merken, dass wir hier kaum mehr Chance haben. Gucken wir uns mal die Replays an. Und das war diese Berührung mit der Mauer, wo ich mir dachte, oh my goodness. Aber ja, da waren wir halt wirklich nah dran. Aber auch Charles Leclerc war natürlich Ende Runde 2 da noch einmal an uns dran. Ja, und so kam es dann hier wirklich tatsächlich zur beinahe Katastrophe. Hier kommen wir weit. Aber da waren wir auch schon aus dem Sekundenfenster draußen. Da habe ich auch meine Chance gesehen, eben weil auch Hamilton mal kurzfristig sein Tempo nachgelassen hat. Und ja, jetzt sind wir hier in der fünften Runde. Ich klebe hier zwar beinahe dran, aber ich merke aber auch jetzt ab diesem Moment, die Reifen sind durch. 2,3 Sekunden zu Leclerc und der wird bald Probleme bekommen. Der Valtteri Bottas holt auch im Riesenschritten auf ihn auf. Und ich glaube, die roten Reifen waren, obwohl wir jetzt hier gegen Ende des der Sprint ein bisschen Probleme haben mit den Reifen, glaube ich trotzdem, waren die Softs die wesentlich bessere Entscheidung, denn wir konnten von Anfang an pushen und mussten uns jetzt nicht irgendwie auf langsame Autos oder generell, wir mussten jetzt nicht irgendwie die ersten 1 bei Runden gucken, dass die Reifen warm werden, dass wir ins Tempo reinkommen und dass die Reifen im Betriebsfenster sind. Das war alles weg. Wir waren von jetzt auf gleich da und ich glaube auch nicht, dass wir den vierten Platz hier fahren hätten können. Und Hamilton überholt Sainz. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt ein bisschen in der letzten Runde in den Fight kommt. Einer vorne, der andere vorne. Und dass wir hier tatsächlich dann noch einen überholen können. Hier gucken wir uns die Replay nochmal an. Wir sind jetzt hier ein bisschen lonely. Also wir sind ein bisschen lonely. Denn hinter uns ist ein bisschen Loch. Vor uns auch ein bisschen Loch. Und wir, ja, ich probiere halt wirklich hier nur diesen Stint zu Ende zu fahren. Denn es geht halt einfach nichts mehr. Es ist nichts mehr da zu geben. Die Kurve ist auch wirklich schwierig. Da bin ich auch kein großer Fan mehr von. Also wirklich, ich mag die Kurve nicht besonders. Denn durch diese langen, ja, wie sagt man, blochigen Autos kann man hier kaum überholen. Und ja, das ist dann wirklich, oder kann man hier kaum um die Kurven kommen. Das ist dann wirklich das Manko der aktuellen neuen Formel 1. Und ja, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen was einfallen lassen. Genau diese Kurve hier. Und wir sind in der letzten Runde und sind 1,8 Sekunden hinter Carlos Sainz, der von Lewis Hamilton überholt wurde. Aber
anders als ich mir dachte, dass die vielleicht zu einem Fight kommen, das dachte ich mir wirklich von der ersten Runde an, ist das wirklich dann tatsächlich so, dass wir hier einfach so zu Ende fahren. Das ist natürlich, ja, okay, ein bisschen enttäuschend, aber kann ich mir eigentlich sparen. Dass ich dieses ganze Pushen, also ich werde jetzt auch nicht mehr das, ich werde nur noch gegen hinten abdecken, da muss schon ein großer Fehler passieren, dass wir den Carlos noch überholen, also jetzt nur noch zwei Kurven. Und wir werden Vierter hier im Sprint. Ich glaube, das ist für heute, für meine Verhältnisse, das Maximum. Also mehr ging da tatsächlich nicht und mehr hätte ich, glaube ich, auch nicht rausfahren können. Ich bin dennoch stolz, wir starten von der zweiten Startreihe und das ist das viel Wichtigere. Gucken wir mal, neben wem wer vor uns und hinter uns starten wird. In der Startaufstellung für das Hauptrennen. Aber warte mal, wir gucken uns natürlich auch vorher an, wie viele Punkte wir jetzt auf die anderen gut gemacht haben. Und da sind wir tatsächlich punktegleich mit Charles Leclerc und uns fehlen 3 Punkte auf den Erstplatzierten. Das ist schon mal eine gute Auswirkungen für die Fahrer haben. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, der Wissenschaftler, Leclerc, Stroll, Bottas, Perez, Verstappen, Ocon, Gasly, Theo Pourchaire, Oscar Piastri, Massa, Albon, Liam Lawson, Doohan, Tsunoda, Magnussen, Sargent, De Vries und Guanyu Zhou. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Für den Grand Prix darf ich erneut. Hier sind wir nun in der Startaufstellung zum Hauptrennen. Sprint ist abgeschlossen. Platz 4. Wir kommen besser weg als Sainz und auch viel besser als Lewis Hamilton, der von George Russell abgedeckt wird. Es geht in Turn 1 eng Rad an Rad. Hier diesmal sind wir die Außenposition und wir konnten uns hier durchsetzen. Der zweite Platz, George Russell, wir hatten es vorhin schon gesehen, der war wirklich phänomenal im Sprint. Der hatte eine unfassbare Pace drauf und die Konkurrenz keine Chance. Aber ich erhoffe natürlich auch dadurch heute ein bisschen Glück und ein bisschen Skill. Vielleicht können wir auch was durch die Strategie machen, vielleicht auch irgendwie durch Safety Car oder so. Es ist Baku, wir wissen, hier passieren immer verrückte Dinge. Und das ist jetzt mal die erste Runde. Wir sind ja schon 8 Zehntel aus dem Fenster, also wir sind jetzt schon 8 Zehntel hinter George Russell. Das ist natürlich nicht so top, aber ich glaube, wir können das mit einem guten Mittelsektor-Pace, da hatten wir auch vorhin im Qualifying Purple und ich glaube, da können, oh nein, vollkommen den Scheitel hier verpasst und da fliegen wir aus dem Sekundenfenster beinahe raus. Hier gucken wir uns noch einmal die Startreihe an, eine Mercedes Startreihe Nummer 1, Russell kommt hier glaube ich nicht optimal, achso, nein, Blödsinn, Russell ist links, ja, der hat dann halt direkt instinktiv, so ist das Wort, hat er dann direkt seinen Teamkollegen abgedeckt und hat uns damit die Tür geöffnet und wir konnten hier da tatsächlich auf den zweiten Platz vorscheren. Das ist auch noch Runde Nummer 1 und ja, es ist halt wirklich eine schwierige Kurve. Gerade diese hier und ja, da war ich schon in der ersten Runde, ja, drüber. Näher dran, als ich sein sollte. Wir sind mittlerweile in der zweiten Runde und ja, was für eine große Überraschung, immer noch hinter George Russell. Aber Lewis Hamilton ist näher, als ich das wollen würde. Also ja, Lewis Hamilton, der drückte ordentlich an, die haben eine Pace, die Mercedes auf dieser Strecke. Das ist wirklich abnormal, aber auf den Geraden sind sie schwach, also das ist mir schon aufgefallen. Auch gerade auf dieser langen Start- und Zielgeraden, da hole ich immer ein bisschen was auf, weil unsere Endpace ist zwar schwächer, aber unsere Beschleunigung ist einfach viel stärker und ich glaube, eine Kombi aus beiden ist natürlich gut, aber müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob diese These aufgehen wird. Jetzt mal hier durch diesen Mittelsektor, durch die echt engen Gassen, durch die Altstadt, die was hier, ja, zwar toll ist, man fährt ja eigentlich auch alles full, aber natürlich ist ein bitterer Beigeschmack, denn wir sind schon aus dem Sekundenfenster raus. Runde Nummer 3, jetzt sind wir näher dran, als ich jemals in dem heutigen Rennen war und vor allem gibt es jetzt auch das erste Mal DRS für uns und jetzt können wir mal gucken, ob die Endpace dann doch von dem Mercedes oder von dem Audi-Team schneller sein wird. Carlos Sainz ist mittlerweile der dritte Platz und Leclerc der vierte.
Hamilton ist anscheinend ins Kreuzfeuer von den beiden Ferraris geraten, die dann vermutlich auf der Geraden einfach viel schneller sind. Wir auch hier. Wir stehen zwar bei 351 an, aber ich muss nicht mal das ERS aufdrehen und fahre hier trotzdem permanent 351. Aus Turn 1 gehen wir leider immer noch als Zweitplatzierter in Runde Nummer 4 rein, aber mit dem Gewissen, dass wir jetzt im DRS-Fenster sind und uns hier auf jeden Fall viel einfacher am Leben halten können und nicht hier irgendwie um jede Runde pushen müssen, dass wir hier vorne bleiben dürfen oder hier irgendwie drankommen können. Ja, Russell fährt wirklich ein sauberes, cleanes Rennen und die Pace ist wirklich enorm, die der Junge da drauf hat. Also ich muss da wirklich alle meine Muskeln anspannen, gefühlt, also um das hier zu halten, diesen Abstand allein, der ist so schnell, ja, wieder leichter Rutsche hier aus der Kurve raus. Man merkt schon langsam, die roten Reifen gehen mit dem Stint zu Ende. Wir sind in Runde 4 und wir sind wieder beinahe aus dem DRS-Fenster draußen. Also diesen Mittelsektor, den kann er, ja, oh mein Gott, keine Verwarnung bekommen. Das war natürlich top hier. Und ja, den Mittelsektor, den kann Russell auf jeden Fall sehr strong. Gerade diese engen Gassen durch. Aber wir verlieren auch einiges an diesen rechten Winkelkurven. Also wo es halt wirklich auf Traktion aus diesen Kurven rauskommt. Das ist halt wirklich die Stärke der Mercedes, diese Beschleunigung raus. Runde Nummer 5 und ich weiß, es sind viele Umschnitte, aber es passiert halt leider nicht viel. Wir kommen hier immer wieder Russell näher, müssen aber dann feststellen, dass es am Ende leider nicht reicht. Und ich könnte hier natürlich nie irgendwie eine Dive-Bomb reinmachen, aber dann würden sich viele von euch wieder aufregen. Und das will ich auch nicht, weil das wäre auch sehr unfair der KI hier gegenüber. Ja, und die Reifen sind jetzt schon am Limit und da ist auch jetzt der erste Moment, wo ich gucke so, wann ist das DRS-Fenster offen? Es sind ja auch nur 18 Runden und ja, 8. Runde geht das DRS-Fenster, das DRS-Fenster, natürlich das Pit-Window, so. Und ja, 8. Runde wird das aufgehen, sprich, wir werden in Runde 7 probieren reinzugehen, einen Undercut zu wagen, denn ich würde auch sagen, bei 2 Sekunden Vorsprung von Russell könnten wir dann dennoch noch unsere Chance wagen und nach hinten hin ist auch ein kleines Loch, also ich glaube, wir sollten dieses strategischen Move, vielleicht wagen, denn ich will heute den Sieg, die Pace ist da und ich glaube, wenn wir Russell, okay, das ist so schnell, wenn wir Russell nicht hätten, dann wären wir hier eindeutig der locker Führende, aber Russell ist heute wirklich in beinahe einer eigenen Liga, nur wir können da ein bisschen das Wasser reichen. Boah, die Kurve wäre endlich mal gut gefahren, auch der Exit hier, verdammt toll, 6. Runde, ja, wir sind aus dem DS-Fenster weit rausgeflogen. Aber das liegt jetzt nicht dran, dass sich meine Pace verschlechtert hat, sondern einfach nur, dass Russell seine Pace hier nochmal anziehen konnte. Denn der Abstand zu den Hinterleuten ist gleich geblieben. Runde 3 und das war hier dieser drüber Ratterer über den Curb. Und auch Runde 6, da waren wir auch schon etwas weiter weg. Und ja, da musst du halt wirklich auch sagen, das ist eine richtig geniale Strecke. Ich mag diese Strecke extrem, also wirklich seitdem sie 2016, glaube ich, im Kalender war, einige Umbauarbeiten natürlich gehabt, aber trotzdem sehr, sehr gut. 7. Runde und wie versprochen gehen wir jetzt hier in die Box rein. Ich werde versuchen, den Undercut zu wagen gegen George Russell. Ich hoffe natürlich, dass wir mal bei einem guten Fenster rauskommen, jetzt irgendwie nicht hier mitten im Verkehr oder so. Das schaut mir aber leider so aus. Da kommen viele noch hinten, aber die Box dauert auch noch ein bisschen. Müssen wir uns mal angucken. Nein, das wird nicht reichen, Mann. Wir fliegen mitten ins Getummel rein. Gut, jetzt ist meine zweite Hoffnung, dass Russell nicht direkt in diese Runde reinkommt. Denn so glaube ich, werden wir... Ja, genau. Die fighten hier auch noch wunderschön und ich muss die überholen. Und darf jetzt nicht irgendwie, da was machen. Wir gehen hier links an Oscar Piastri vorbei. Gewagt, aber wir haben da das viel, viel frischere Reifenset drauf. Keine Ahnung, ich wollte sagen, das viel, viel frischere Paket. Nein, wir haben das viel frischere Reifenset drauf. Wir sind da einfach aktuell, glaube ich, das schnellste Fahrzeug im Mittelfeld. Auch Felipe Massa, der wird uns das Leben jetzt hier nicht allzu schwierig machen, oder? Massa, das wirst du doch nicht. Und tatsächlich macht er uns dieses Leben hier schwierig. Ich musste hier sogar respawnen, weil der hier... Ja, wirklich eine asoziale Linie hier fährt. Kein Plan, was sein Plan hier ist. Natürlich fährt er auch sein Rennen, aber er weiß ja, dass es bei mir um den Sieg geht. Ich denke mal, das wird man ihm doch gesagt haben, oder? Ja, es war jetzt nicht der fairste Move, aber ich muss sagen, ja, vorbei ist vorbei. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Jetzt geht das ERS on und ich denke mal, wieder keiner da. Doch,
einer ist in der Box, aber ich glaube, das ist doch nicht Russell, oder? Ist das George Russell? Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch Hamilton war. Das müssen wir oben jetzt mal ganz schnell durchgucken. Perez mit den weißen Reifen, interesting, und das war Hamilton und Charles Leclerc. Also die sollten dann beide hinter uns sein. Runde 9 und Russell immer noch nicht drinnen. Und meine Hoffnung wird dann immer größer, denn die roten Reifen können nicht mehr funktionieren. Wir waren schon vor zwei Runden drin und ich merke, die gelben funktionieren 1A hier auch am Pierre Gasly. Easy going vorbei. Auch Massa noch nicht drin gewesen. Ja, ich hätte auch eine Runde vielleicht später reinkommen können. Hätte jetzt auch kaum Zeit verloren. Wäre vielleicht für einen Endstint eine bessere Idee gewesen. Also gerade für die letzten zwei, drei Runden eine bessere Idee gewesen. Aber vielleicht können wir da jetzt tatsächlich ein bisschen was an Boden rausfahren gegen George Russell. Der hat auch eine riesen Lücke gegen den Ferrari auf den zweiten Platz. Kein Plan, wer das ist, aber ich müsste natürlich Sainz sein, weil er Russell, Leclerc, ja schon vorher in der Box war. Gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt ist Russell in der Box und das wird sehr, sehr eng. Er ist bereits bei der Boxenausfahrt. Wo werden wir? Yes, Mann, es hat gereicht. Ja, Mann. Yes, Mann. Die Strategie ist aufgegangen und wir sind, wenn die beiden Jungs da vor mir in die Box gehen. Der neue Führende und das gleich mit einer Sekunde Vorsprung. Ja, Mann, Leute, das war der Taktik-Coup der bis jetzigen Season, also wir sind, das sind Runde 3. Aber trotzdem, schaut gerne oben rechts vorbei, die Playlist ist drin, also falls ihr da noch nicht reingeguckt habt. Aber yes, 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 was für ein genialer Move. Es läuft dann doch nicht so gut, wie ich mir das Ganze erdacht habe, denn George Russell ist mittlerweile wieder im DRS-Fenster. Dieses Gelb, da hinten ist ein kleiner Stau und ich glaube, da könnte es tatsächlich... Ja, guck dich mal die Lücke an, 11 und Red Flag. Natürlich, ich habe es verschrien am Vorhin, habe ich gesagt, so, es könnte heute Safety Cup oder VSC oder so kommen, aber das ist natürlich jetzt... Könnte gut sein, denn bei Red Flag können wir auch Reifen tauschen. Wir werden jetzt einfach auf die Routen gehen. Ja? Weiß für die letzten, guckt mal, 13 unterbrochen, 5, letzten 3 Runden weiße Reifen. Ganz klar werden wir das nicht machen. Und hier gucken wir uns noch einmal den Crash an. Und das war ein Rookie-Fehler. Das war ein einfacher, ja, zu früh aufs Gas gehen von Carlos Sainz. Wir gucken uns das an, da rutscht ihm das Auto weg. Er bleibt hängen und ja, blockiert da neben seinem Teamkollegen. Eigentlich, ja, das gesamte Fahrerfeld außer Hamilton, der kann da geschickt vorbeifahren. Gucken wir uns das Ganze auch nochmal aus der Wing-Perspektive an. Und mich wundert es tatsächlich, der klatscht damit, keine Ahnung, 80, 90 gegen ihm. Und er schafft es dann tatsächlich, keinen Flügelschaden zu haben. Ich bin heute wirklich im Training und so bei dem heutigen Rennen sicher zwei, drei Mal an die Mauer geditscht und habe es da immer wieder geschafft, einen Flügelschaden zu bekommen. Und die klatschen voll gegeneinander und schaffen das nicht. Das ist eine interessante Sache, die wir hier erleben. Aber jetzt geht's hier mal los. Lights out. Red Flag geht los. Und Hamilton hatte den bombastischsten Start der Season. Ist hier direkt an Russell vorbei. Und Russell auf den vierten Platz zurückgefallen. Alles unter Druck gegangen. Danke, Strategie. Also wenn ich das da meinem Team vertraut hätte, dann wäre ich, ja, gefressen worden mit dem weißen Reifen. Das ist ganz klar. Wir haben hier zwar den Pierre Gasly draußen. Wir haben Restart. Wir haben hier beim, was wollte ich sagen? Genau. Wir haben, ja, wir hätten da keine Chance gehabt mit dem weißen Reifen. Also wir haben jetzt einen angefahrenen Satz, der hat jetzt, ja, ich würde mal sagen, 1-2% hat er jetzt schon dazu bekommen, ja, 7. Ich würde mal sagen, der hat 5 gehabt, das war vom ersten Run im Qualifying. Und ja, das, da können wir, glaube ich, stolz drauf sein. Das ist eine gute Strategie und die letzten 4 Runden, nicht 3 Runden, werden hier auf jeden Fall ein regelrechter Sprint werden, was interessant werden könnte. Jetzt aber mal zurück hier, denn Lewis Hamilton pressured genauso wie sein Teamkollege.
der macht unnormal Druck da hinten und ja, für den Anfang schaut es jetzt mal aus, als ob wir hier die Überhand behalten können, aber ob das beim Ende auch so bleiben wird, das ist fraglich auf jeden Fall. Das ist fraglich, aber vorerst gucken wir uns mal den Start an, aber mal, genau, nein, die Highlights, jetzt hier der Start, Runde 15 und das ist der Restart, da kommen wir wirklich gut weg, aber Hamilton, also ich glaube mal, Russell hatte den grottigsten Start vom gesamten Feld und Russell hat somit auch seine Chance auf den Sieg vertan. Ich glaube, der hätte wirklich gute Chancen gehabt, der ist toll das ganze Rennen gefahren, also ich kann ihn da wirklich nicht schlecht reden, aber den Restart hat er hier ordentlich verkackt und da war es dann auch direkt wieder gelb, weil ein Pierre Gasly einfach gerade weitergefahren ist. Auch eine sehr interessante Sache. Wir sind hier in Runde Nummer 16 und ja, Hamilton drückt hier an, wie es nur geht. Das sind nur noch ein paar Zehntel. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Mittlerweile haben sich das Blatt gewendet. Seien Sie jetzt hier auf den dritten Platz. Der Race ist für die letzte Runde enabled und wir sind natürlich nicht aus dem DS-Fenster, haben es rausgeschafft. Hier Ende Runde 18 und das heißt dann tatsächlich, der Exit zählt. Guter Exit hier mal, da konnten wir ein, zwei Zehntel gewinnen. Doch es wird auf diesen Exit hier ankommen und den verkacke ich gefühlt jede Runde. Und der war auch jetzt nicht gerade ordentlich, es sind nur noch vier Zehntel. 3,5, 2,5 und das könnte uns jetzt tatsächlich Carlos Sainz noch der Show stehlen. Nein, das ist jetzt wieder Hamilton, what the fuck? Okay, das geht jetzt richtig ordentlich schnell. Iris bis hier aufgehoben. Jetzt kommt Hamilton angeschossen, nur eine Zehntel trennen uns. Jetzt geht's bis zur Ziellinie. Wer wird das erste drüber kommen? Und eine Zehntel. Puh, hat er da tatsächlich gereicht. So Leute, und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, ein sehr gutes Wochenende geht zu Ende und wir holen 31 Punkte und sind jetzt 5 Punkte vor Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft. Das hätte ich mir nicht erträumen lassen, denn die letzten Baku-Rennen waren eher immer gegen uns. In der Konstrukteurs-WM konnten wir auch das erste Mal in der Geschichte des Audi-Teams hier in unserer Karriere den dritten Platz erreichen. Also vielleicht reicht es dann doch noch, dass wir mal die Top 3 werden und ein bisschen mehr Geld bekommen. Ziel ist natürlich der Konstrukteurstitel, aber wie gesagt, ich gebe mir eine Marke von 6 Seasons und wenn wir es bis dahin nicht schaffen, ist es natürlich schade, aber ich glaube, dann ist es auch ausgelutscht, wenn wir dann irgendwie 3, 4, 5 Mal, okay, 5 Mal geht gar nicht mehr, aber wenn wir dann in 2 Seasons noch ein, zwei Mal Weltmeister werden, dann wäre das, glaube ich, schon toll. Gut, wir haben 2 Ziele erreicht, die Führungsrunde 10 Runden verteidigen, ja, das ist vielleicht doch ein, ja, sehr schwieriges Ziel, da musst du dann wirklich eine gute Strecke, ein gutes Wochenende und vor allem auch die Pole Position haben, um das zu erreichen. Wir haben dann nur, in Anführungsstrichen, 6 Runden oder so geschafft. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Ich bin sehr stolz, dass wirklich das ganze Wochenende, es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, hat auch das Video sehr viel Spaß gemacht. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich gerne freuen über ein kostenloses Abo hier. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, falls euch meine Videos gefallen haben. Und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei.
und schaut auch wirklich gerne auf TikTok vorbei, auf E20-Tobi, macht die 16 Grad dort voll. Da kommen wirklich jeden Tag viele, viele Formel 1 Facts, Videos, auch Clips und vor allem auch natürlich News und so weiter. Also alles rund um die Formel 1. Also wenn ihr up to date sein wollt, abonniert auch dort gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Für heute war es das Mal. Nächstes Mal geht's dann tatsächlich nach Miami. Bis dahin, ciao.